Hallo und herzlich willkommen, mein Lieben, zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Summer of 58. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Ich habe es gerade nicht vor mir, weil der Name hier nicht steht. Ein neues Spiel von Emika Games. Ich weiß nicht, es ist vor ein, zwei Wochen rausgekommen. Das sind die gleichen, die auch Find Yourself gemacht haben. Und das war ja wirklich so, ne, dieses Spiel scared the shit out of me. Und ich hoffe mal, dass es wenigstens ähnlich gut ist. Ich weiß aktuell noch nicht, worum es geht. Wir werden sehen. Und ich bin ungeschminkt, es tut mir leid. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich habe heute frei und dachte mir, ich setze mich jetzt einfach mal ganz spontan hin und spiele. Es war für heute nicht eingeplant, darum bitte um Verzeihung. Ich hoffe, es ist okay. So, wir gehen auf New Game. Sometimes people make up things up. They aren't there. Was machen Leute Dinge, die gar nicht sind? Es scheint für sie, als wenn eine Entität ihre Gedanken und ihr Leben kontrolliert. Sie machen furchtbare Dinge und können dich verrückt machen. Ich glaube nicht an paranormale Dinge. Ich glaube, dass... ja... Gut. Leute, man muss das auch übersetzen können. Es sind nicht alle Englisch sprechend. Ich habe alle Ecken abgesucht. Aber ich habe keine Beweise gefunden für paranormale Dinge in diesem Haus. Jetzt gehe ich zu einem verlassenen Pioniercamp in Russen. In Russland, in Russen. Ja. Sagen, dass dort Geister von toten Menschen sind. Jemand, der da lebte, wurde nie gefunden. Die Körper der Leute wurden auch nicht gefunden. Dort Lebende vermeiden den Platz. Und welche, die mit dieser Tragödie in Kontakt kamen, ist nicht erstattet, die Türen zu öffnen. Im Gedenken an die toten Vermissten. Ich bin nach Russland gekommen, um herauszufinden, was passiert ist. Um etwas über die Gerüchte herauszufinden, ob sie wahr sind und Beweise zu finden. Bin ich so schlecht oder... Ja, wenn ich das lese, kann ich es mit dem Kopf übersetzen. Okay. Emika Games Presents. Ich muss dieses Camp erkunden. Ich weiß... gar nicht, was ich alles machen kann. Mit E kann ich zoomen. Okay. Ich kann mich ducken, ich kann auch schnell laufen. Das ist ein Zettel. Ich kann es nicht lesen, ich brauche mein englisches Wörterbuch. Ja, und wo ist es? Ah! Take. Ach, ich habe hier einen Rucksack. Okay. Hier. Du musst einen kleinen Spiegel nehmen. Und vor dem großen Spiegel stehen, um einen Flur zu schaffen. Sag dreimal, Barefoot Lady, show me my fate. And I will give my shoes in return. Die Mädchen aus Russland lieben es, in solchen Plätzen zu sein.
Und. Ah, okay. Ich kann das kaputt machen. Okay. Wo sind wir hier? Es ist sehr, sehr dunkel. Das sind Bettpfannen? Oder was? Na gut. Kippen. Schmeiß keinen Abfall in die Spüle. Okay. Jetzt habe ich hier nichts weiter gefunden. Ach du Scheiße. Hier ist ja alles. Da sitzt eine Katze. Füttert jemand hier Katzen? Da sitzt das Kätzchen. Komm doch mal runter. Katzi, Tatzi. Was sind das für Geräusche, ey? Ich sehe auch nichts, ne? Da war jemand. Die Sicherung hat es zerschossen. Da ist kein keine Kamera. Oh. Ah ja, okay. F, um die Nachtsicht anzumachen. Sehr schön. Dann sehe ich vielleicht ein bisschen mehr. Ah ja. Du warst eben noch nicht da. Oh Gott. Oh, da ist noch ein Häufchen. Ach nee, das ist eine tote Krähe. Oh. Okay. Mal gucken, vielleicht sehe ich jetzt hier mehr. Bild von einem Klettergerüst. Das kann ich nicht nehmen, okay. Was? Irgendjemand rennt hier rum. Irgendwelche Gasmasken. Für die auch immer sind. Kätzchen! Ja. Ist hier noch irgendwas? Muss ich noch mehr von diesen Bildern finden? Das ist ja, das fand ich auch bei Find Yourself teilweise ein bisschen schwierig, dass du diese Trigger erst finden musst. 1985 gegen Ende des Sommers. Eltern riefen im Krankenhaus, wenn mit den Kindern alles okay ist. Was antwortete niemand? Als sie ankamen, haben sie niemanden gefunden. Nur verlassene Dinge und eine Katastrophe. Alle in der Gegend haben geholfen, die vermissten Kinder zu finden. Aber es war alles vergebens. Okay.
Wer wirft denn hier mit Bällen? Bist du noch da? Ja, okay. Dann bin ich beruhigt. Nee. Wer kruspelt denn hier rum? Warte, jetzt die Nachtsicht ausgemacht. Kätzchen? Es wird wieder dunkel werden. Ich muss Kerzen finden. Okay. Dann suchen wir mal nach Kerzen. Oh. Was ist das denn jetzt? Wir sind jetzt in Silent Hill, oder was? Die Kerzen werden sehr hilfreich sein. Kätzchen ist weg. Oh Gott, lauter Krähen. Sag ja, sind wir jetzt in Silent Hill? Ah, okay, das hat die aufgestellt. Ich muss ein Feuerzeug finden oder Streichhölzer. Ja, hast du sowas nicht bei? Ich habe einen Schlafsack mitgebracht, weil ich gedenke, hier zu übernachten. Gut, die Kerzen stehen jetzt da. Wo finde ich denn jetzt ein Feuerzeug? So, und sowas... Oh, da, guck mal. Das sind bestimmt die Mädchen aus dem Camp hier. Ach, guck mal. Oh. Was sind hier so viele Krähen? Ich kann die Kerzen jetzt anmachen. Ja. Sehr schön. Okay, wir haben jetzt Kerzen. Jetzt kann ich meinen Schlafsack ausbreiten. Ja, okay, dann machen wir das. Wo? Achso, das macht er automatisch. Okay. Ich muss mich für die Nacht vorbereiten. Okay, ich wäre jetzt mit den Kerzen, Nacht 1, mit den Kerzen daneben mir nicht so glücklich, aber gut. Wer läuft denn da rum? Ich nehme mal, meine Kamera, die Tür ist zu. Die habe ich nicht zugemacht. Oh Gott, eine tote Knochen, eine tote Krähe. Noch mehr tote Krähen, die aus dem Klo ist weg. Wie sind sie denn hier reingekommen? Diese Geräusche hier. Warst du vorhin schon da? Pippi? Rieche ich mal durch die Gegend. Ein Buch. Ein Seestern. Aber hier ist auch kein Spiegel. Also, weil es vorhin hieß, nimm einen Spiegel und ja, solche Beschwörungsrituale. Die Zeitung habe ich schon gelesen. Ich komme hier nirgendwo. Ist einer am Fenster. Einer am Fenster geklopft. Aber an welchem? Okay, das war wohl hier.
das waren die Dosen. Es ist so dunkel. Oh, bitte. Oh. Oh, scheiße. Die Tür geht nicht auf. Wer ist da? Also manche fanden ja Find Yourself zu heftig oder zu billig. Aber ich muss sagen, also die Jungs hier, oder Jungs und Mädels von Imika, ich weiß es nicht, die leisten... echt gute Arbeit. Da schmatzt irgendjemand. Das Bild kann ich nicht einfilmen. Das geht immer nicht auf. Weil ich, wie gesagt, das hier immer ein bisschen schwierig finde. Mit den, ich kann nicht... Nö. Mit den Triggern. Ja. Jetzt geht die Tür auf. Da saß ein kleines Mädchen. Da saß eben ein kleines Mädchen. Da hat uns wohl irgendjemand niedergeschlagen. Oh, war ja mein Kopf. Wie bin ich hierher gekommen? In welchem Raum sind wir denn? Ich muss meine Videokamera finden. Taube. Okay, ich habe mein Wörterbuch auch nicht mehr. Okay, in welchem Zimmer sind wir? Ach, und da ist jetzt auch... Hä? Sind jetzt beide offen? Okay, mal Videokamera. Okay. Mein Wörterbuch? Das ist ein Zettel. Du bist hier nicht willkommen. Okay, das kann er. Okay. Der, der mich niedergeschlagen hat, hat auch die Kerzen mitgenommen. Ich muss herausfinden, was hier passiert. Ich muss die Lichter in dem gesamten Gebäude anmachen. Gut, das heißt, wir müssen eine Sicherung finden. Da summt jemand. Okay. Oh, das ist unangenehm. Komm. Ja, holy shit. Was ist das? Ich muss mich in diesem Raum umsehen. Ja, vor allem müssen wir eine Sicherung finden. Wo kommt denn die Melodie her? Der Direktor von dem Pioniercamp Junost, Maria Anatoljewna. Ah, also Maria ist
die Direktorin des Camps. Ist verschwunden wie der Rest von den Mitarbeitern. Maria hat zeitweilig auf die Kinder aufgepasst in einem Kinderheim von 1944 bis 1950. Sie war der Pfleger der Kinder und hat sich selbst ihre Arbeit verschrieben. Disziplin war das Wichtigste für sie. Darum haben die Eltern ihr die Kinder anvertraut. Oh. Eines Tages kam ein Mädchen in das Camp mit einem Plüschhasen. Sie ging überall mit ihm hin und schlief auch mit ihm. The guys, also die Jungs fingen an, sie zu mobben. Oder sich überlustig zu machen. Dass sie mit ihrem Lieblingshasen rumlief, das kleine Mädchen, und machten sich über die lustig. Selbst die Direktorin fragte danach, den Hasen im Schrank zu verstecken. So dass es keine Missverständnisse mehr gibt. Das Mädchen hörte ihr zu und packte ihren Hasen in ins Schließfach. In der kommenden Nacht wurde der Hase lebendig. Er fühlte sich beleidigt von seiner Herrin, also von den Mädchen und von denen, die sich über sie lustig gemacht haben, und hat jeden in der Nacht erdrosselt. Ah ja, das ist doch nur ein kleiner Plüschhase. Das ist eine Art Zaun. Okay, trotzdem brauche ich immer noch eine Sicherung. Hier ist ein Handabdruck. Und ein Fußabdruck. Ah. Okay, das funktioniert nicht. Ich muss eine Sicherung finden, ja. Ich weiß, es ist bloß verdammt dunkel hier. Da machen wir mal die Nachtsicht an. So viel tote Krähen. Wo finden wir jetzt eine Sicherung? Was? Bin ich fertig, mich hier umzusehen? Warum? Das habe ich gelesen. Das kann ich nicht anklicken. Hierhinter komme ich nicht. Das kann ich auch nicht anklicken. Achso. Die Zeitung? Nee, die kann ich auch nicht aussuchen. Da ist ein... Das ist ein Lichtfleck. Ach, guck mal. Ich habe die ganze Kiste übersehen. Was tut er? Achso, ich nehme diese Box mit mir. Wenn etwas schief geht in der Nacht, dann habe ich noch okay, wo stelle ich die hin? Okay. Gut. Ich muss mich wirklich ducken um manche Sachen. Okay.
Ich glaube, wir haben Strom. Der Schalter funktioniert nicht, aber irgendwo war ein Schalter. Moment. Irgendwo war ein Lichtschalter. Ich habe da vorhin, hier sind da auch Glühbirnen. Ich habe da vorhin einen gesehen, irgendwo. Da ist auch raufgedrückt. Die nicht. Hier auch nicht. Wo war denn vorhin der Schalter, auf den ich gedrückt hatte? Okay, egal. Dann, ich hatte von irgendwas gefunden. Dann gehe ich jetzt an den... hier war der Sicherungskasten. Ach, guck mal. Da ist was. Da ist eine Notiz. Ich hatte Angst und wusste nicht, wie es enden wird. Ich habe ihr vertraut. Meiner Freundin Anna. Ich war nicht in der Lage, es auszustoppen. Wo kommt denn jetzt diese Musik her? Also die Holzbretter? Achso. Ach. Mach das mal aus. Es ist so dunkel. Die Zeitung kann ich nicht lesen. Hier ist ein Bild. Das ist ein Lüftungsgitter. Oh, guck mal. So ein... Kinderspielplatz. Okay. Irgendjemand schiebt doch hier Dinge durch die Gegend. Die Musik ist nicht besonders vertrauenserweckend. Achso, das kann ich nicht. Hat sich was verändert? Der Hase ist weg. Ja gut. Das habe ich auch nicht anders erwartet. Ehrlich gesagt. Ist sonst noch was? Was Neues? Das war das mit den Spiegeln. Okay. Ich muss ins Bett gehen, es wird bald dunkel. Okay. Dann machen wir das. Okay, wir gehen jetzt in Nacht 2. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal Pause. Und sehen uns dann zur nächsten Folge Summer of 58 wieder. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt. Und bis morgen.